Am Ausgang eines Wasserhahns wird ein Druck von 60 Newton pro Quadratzentimeter gemessen. In welcher Höhe befindet sich die Wasseroberfläche im Wasserturm gegenüber dem Wasserhahn? Hier die Angabe. Der gemessene Druck beträgt 60 Newton pro Quadratzentimeter. Das bedeutet 60 Newton pro 1 Quadratzentimeter oder auch 60 Newton pro 1/10.000 Quadratmeter. Und das macht 600.000 Newton pro Quadratmeter. Da es sich hier um Wasser handelt, ist die Dichte 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Gefragt wird dieser Höhenunterschied und diese Höhe drücken wir in Meter aus. Um die Höhe herauszufinden, nutzen wir die Formel P gleich Rho gh, wo klein g als Wert 9,81 Newton pro Kilogramm hat. Diese Formel führt also sofort zu dieser Gleichung mit unbekannter klein h. Als Druck haben wir die 600.000 eingesetzt, als Dichte die 1000 und als Wert für klein g 9,81. Diese Gleichung kann sofort durch 1000 geteilt werden und somit finden wir für klein h 600 geteilt durch 9,81, das heißt ungefähr 61,16 Meter. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die Höhe beträgt ungefähr 61,16 Meter.